Nein, mir geht's eigentlich voll super, weil ich eh schon damit gerechnet habe, seit 4 Wochen, dass ich irgendwie rausfliege. Nee, ich habe jetzt schon mit einigen Leuten geredet und die haben gesagt, es hätte fast jeder rausfliegen können, bis auf Richie und Olli, das sind unsere Lieblinge. Aber es war einfach von Olli eine geniale Show. Ja, es war einfach wirklich ein hohes Niveau gestern. Ich hätte vielleicht doch noch ein bisschen mehr übertreiben können bei dem Ganzen, aber das bin dann einfach nicht ich. Das ist schön, da das jetzt schon das zweite Mal war, überlegt man sich natürlich im Hinterkopf schon irgendwie so Abschiedsworte, so aber dann eigentlich irgendwie so relativ irrelevant sind, ja, wenn man es eigentlich eh nicht braucht. Und ja, man schließt halt schon langsam damit ab und schaut, überlegt halt, wie es weitergeht. Wie geht's weiter? Ja, ich werde es jetzt einmal nicht mehr so stressig angehen. Also ich werde jetzt mit dem Studieren weitermachen. Und ja, daneben halt doch schauen, dass ich eine Band kriege. Mal eine Band gründen, mit der dann auch auftreten kann. Ich würde gar nichts anderes machen, weil ich bin zuerst schon gefragt worden, ob ich irgendeinen Auftritt streichen würde oder einen Song mal weglassen würde oder einen anderen Song genommen hätte. Aber ich glaube, von Auftritt zu Auftritt, den Song, den ich gesungen habe, der hat mich einfach weitergebracht. Und ich habe immer so spezielle Kapitel angesungen, Deutsch, Rock, Pop, was irgendwie teilweise untypisch waren, weil ich doch eher viel lieber Balladen singe. Und das hat mich einfach weitergebracht. Die Auftritte am Freitag sind immer der Höhepunkt einfach von der ganzen Woche. Also man merkt, die ganze anstrengende Woche hat man hinter sich und schließt es mit einem riesen Feuerwerk sozusagen ab. Was ist das schade? Das, dass ich jetzt nicht mehr bei meiner Familie in Wien bin, bei den anderen Kandidaten.